Das ist eine Simulation, bei der ich tatsächlich die Newtonschen Bewegungsgleichungen löse, also für jedes Atom ein Satz von drei Differentialgleichungen für x, y und z und vx, vy und vz, also Differentialgleichungen erster Ordnung, kriege, so wie wir es auch bei der Berechnung des Planetensystems verwendet haben. Und ich habe jetzt hier 20 Teilchen genommen und ich habe ein realistisches Wechselwirkungspotenzial für diese Teilchen eingesetzt. Das sind sogenannte Lennard-Jones-Potenziale, die mit der sechsten Potenz irgendwie so eine abstoßende Wechselwirkung erzeugen. Und ich kann die jetzt einfach mal hier starten. Ich starte die alle mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung. Die können mit den Wänden stoßen. Das hier soll so ein perspektivischer Würfel sein, in den ich von einer Seite reinschaue. Die Teilchen, die weiter hinten sind, sind kleiner. Die, die weiter vorne sind, sind größer dargestellt. Hier sieht man es auch, die überlappen dann realistisch. Und wenn sie sich bewegen, können sie sich noch besser vorstellen, was passiert. Sie stoßen mit den Wänden und untereinander in diesem Ensemble aus 20 Teilchen. Und gleichzeitig kann man jetzt die thermodynamischen Mittelwerte anschauen. Ich habe jetzt nur ein Ensemble von Teilchen da drin. Die Mittelwerte für die Translation. Jetzt habe ich hier mal einen Mittelwert für Vx. Da sollte 0 rauskommen, weil die Anzahl von Teilchen, die nach rechts und links fliegen, ungefähr gleich groß ist. Das fluktuiert jetzt, weil ich nur 20 Teilchen und nicht 10 hoch 23 habe. In Y-Richtung genauso. Es fliegen jetzt genauso viel nach oben wie nach unten oder nach vorne und nach hinten. Aber der Mittelwert des Geschwindigkeitsbetrages, das ist das, was wir gerade ausgerechnet haben, der ist ungleich 0 und schwankt hier um die 700 Meter pro Sekunde. Was ich hier gewählt habe, sind jetzt die 20 Teilchen mit einer atomaren Masse von 14. Das wären jetzt sowas wie Stickstoffatome. Wir können aber auch gleich mal das Helium verwenden. Aber ich lasse jetzt mal kurz weiterlaufen, gehe hier mal durch. Die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat kann ich natürlich auch ausrechnen. Da sieht man jetzt noch nicht so einen deutlichen Unterschied. Ich kann die Größen aber auch zeitlich mitteln. Das ist jetzt so ein kleiner Trick, den dieses Programm verwendet. Das kann man sogar mathematisch beweisen, dass wenn ich den zeitlichen Mittelwert eines kleinen Ensembles anschaue, man die gleichen Ergebnisse bekommt, wie wenn ich einen einzelnen Zeitpunkt für ein sehr großes Ensemble anschaue. Das heißt, die Tatsache, dass ich jetzt hier nicht 10 hoch 23 Teilchen rechnen kann, umgehe ich, indem ich dieses Ensemble von 20 Teilchen zu ganz vielen tausenden unterschiedlichen Zeitpunkten anschaue. Und dann kriege ich hier diese Mittelwerte und Sie sehen, die Mittelwerte nähern sich immer stärker der Null für diese Komponenten. Und hier das mittlere V-Betrag ist 689 und die Wurzel aus dem mittleren V-Quadrat ist etwas größer mit 747. Wir können auch die mittlere kinetische Energie anschauen, hier unten. Ekin wäre jetzt 3 halbe K-Boltzmann mal 313. Und damit kann ich die Temperatur für dieses mechanische System jetzt angeben. Dadurch, dass ich jetzt hinreichend viele Teilchen habe, um sozusagen hier näherungsweise von einem thermodynamischen System zu sprechen, kann ich diesem System sogar eine Temperatur zuordnen, während 312 Kelvin umgerechnet in Grad Celsius wären das dann 312 minus 273, also sowas wie 39 Grad, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 39 Grad Celsius. Rotation gibt es bei Atomen nicht und Schwingungen auch nicht. Das kann man auch für Moleküle sich dann anschauen.
Merken Sie sich mal so ein bisschen die Zahlen. Ich stoppe das mal. Wir machen das mal mit einem leichteren Atom. Wir machen das gleiche mal mit Helium. Das hat die Masse 4. Gebe dem mal eine andere Farbe. Und jetzt starten wir das mal mit der gleichen Geschwindigkeit. Wir schauen wieder Parameter an und mitteln die. Wenn die leichten Heliumatome mit der gleichen Geschwindigkeit herumfliegen, weiß jetzt nicht, warum, naja, das dauert vielleicht noch ein bisschen hier. Ein bisschen schneller sind sie schon, die mittleren Geschwindigkeiten. Weiß ich jetzt gar nicht, warum. Ich dachte, ich hätte jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit gestartet. Ist aber wäre jetzt vielleicht, ist auch vielleicht nur ein bisschen Zufall mit im Spiel. Also 800 und 865. Und das ergibt einen Wert Ekin. Der müsste jetzt ähnlich groß sein wie eben, weil ich hier. Nee, der ist kleiner. Ekin ist kleiner, weil die Masse kleiner ist. Ich habe jetzt mit der ähnlichen Geschwindigkeit gestartet, aber mit kleinerer Masse, deshalb kleinere kinetische Energie und deshalb kommt hier auch eine kleinere Temperatur raus. Also das Helium muss schneller fliegen bei der gleichen Temperatur. Wir können ihm hier mal Energie zuführen. Dann wird es heißer. Weiß nicht, ob man das so heiß kriegt, dass da im Mittel auch 300 Kelvin rauskommen. Oh, da kommt schon viel mehr raus. Habe ich zu viel gemacht. Müssen wir nochmal wieder abkühlen. Jetzt stelle ich mal ungefähr 300 Kelvin ein. Passt, gell? Jetzt machen wir das Mitteln. Eben hatten wir 312 oder sowas. Jetzt haben wir ähnliche Temperatur. Hier wird ja auch hier angezeigt 320. Und Sie sehen, mittleres V-Betrag haben wir jetzt von 1300 und ein mittleres V-Wurzel aus V-Quadrat ist 1400. Das können wir nochmal mit unserer Folie vergleichen. Ich schalte die mal kurz hier hoch. Da hatte ich das ja für Helium gezeigt. Mittlere Wurzel war hier 1360 und mittleres V-Quadrat war 1250 für 300 Kelvin. Also jetzt haben wir ja 320. Das passt also hier. Da sind wir jetzt hier 15% mehr oder was wir da haben. Nee, wie viel mehr ist es? 314 haben wir jetzt, das sind 5% mehr. Aber Sie sehen, das passt von den mittleren Geschwindigkeiten schon ganz prima zu der Temperatur, die hier ausgerechnet wird für die 10 Teilchen. Also Helium muss schneller fliegen. Jetzt will ich Ihnen auch noch zeigen, was passiert, wenn ich zwei unterschiedliche Atomsorten zusammenpacke. Mach mal wieder rot die schwereren. Das wären jetzt Stickstoffatome. Unsere Luft besteht aus Stickstoffmolekülen. Das ist aber nochmal was anderes. Ich tue mal so, als wenn es jetzt Atome gäbe mit dem Gewicht 14 und füge 20 davon hinzu. Und jetzt stellt sich auch noch ein thermodynamisches Gleichgewicht zwischen diesen beiden unterschiedlichen Atomsorten ein. Und vielleicht kann man schon mit bloßem Auge sehen, dass die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Gegend fliegen. Die blauen sind nämlich schneller als die roten. Sehen Sie das? Durch diese Dreifachstöße, wo die Energie umverteilen können, verteilt sich die Energie
gleichmäßig auf beide Sorten. Beide haben die gleiche mittlere kinetische Energie, aber bei den leichten Atomen gehört dazu eine größere Geschwindigkeit und bei den schweren eine kleinere Geschwindigkeit. Und das sehen wir genau, wenn wir uns die Parameter anschauen. Hier ist das Ensemble 1, sind jetzt die schweren, hier in Rot dargestellt. Die haben jetzt, können ja nochmal zeitlich mitteln, das mittlere V ist 580 oder sowas, 590 vielleicht, oder hier 600. Und die Temperatur 200, es ändert sich noch, 240, 246 Kelvin. Na, jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Und jetzt schauen wir mal das andere Ensemble an. Das muss die gleiche Temperatur haben im thermodynamischen Gleichgewicht, aber hat ganz andere Geschwindigkeiten. Weil es hat die gleiche kinetische Energie. Hier pro Teilchen 4,7 mal 10 hoch minus 21 Joule. Das andere müsste jetzt auch hier, es schwankt noch zwischen 4,7 und 4,9, aber die kinetische Energie ist gleich. Hier ist die Angabe pro Mol, 2900 Joule pro Mol. Und im anderen Ensemble sind auch 2900 Joule pro Mol. Auch hier diese 4,9 Joule pro Teilchen, mal 10 hoch minus 21 pro Teilchen. Und deshalb haben die die gleiche Temperatur, weil sie die gleiche kinetische Energie haben im Mittel. Aber wegen der unterschiedlichen Masse haben sie unterschiedliche Geschwindigkeitsverteilungen. Und wichtig ist, sie haben alle nicht irgendwie die gleiche Geschwindigkeit, sondern eine breite Verteilung von Geschwindigkeiten und Flugrichtungen und so weiter. Es gibt langsame und es gibt schnelle, aber diese Verteilungen sehen für beide unterschiedlich aus. Ach so, das Schöne, was man auch noch zeigen kann, ist, wir können die Geschwindigkeitsverteilung anschauen. Und dann sehen wir die Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung. Zeige ich mal die Geschwindigkeitsverteilung von Anfang an. Die starten zuerst alle mit der gleichen Geschwindigkeit, deshalb haben wir hier am Anfang nur einen Geschwindigkeitsbetrag für alle Teilchen. Dann schauen wir uns erstmal die schweren an. Und jetzt, nachdem die viele Dreierstöße gemacht haben, verteilen sich die Geschwindigkeiten um auf die Teilchen. Dann, wenn sie lange genug warten, verteilt sich das um zu dieser Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung. Und jetzt mache ich nochmal die anderen blauen auch tatsächlich hinzu und starte. Jetzt kann man sich hier die zwei Geschwindigkeitsverteilungen im Wechsel anschauen. Die sind im Wechsel, also die sind im Schnitt hier schneller als die. Sehen Sie den Unterschied in den zwei Verteilungen? Man muss das mal so eine halbe Stunde ungefähr rechnen lassen. Dann kriegen Sie hier sehr schöne glatte Kurven, die ganz toll zusammenpassen mit diesen Geschwindigkeitsverteilungen von Maxwell und Boltzmann, obwohl wir hier nur 20 oder 40 Teilchen betrachtet haben. Ich glaube, hier bei den blauen sieht man auch ganz gut, dass das hier quadratisch anfängt und dann hier hinten nicht mehr so gut, wie das exponentiell abfällt. Und bei dem langsamen Ensemble, da kriegt man es hier eigentlich auch. Sieht man auch schon so ein bisschen quadratischen Anstieg. Das hier muss noch glatt werden und dann entsprechenden Abfall.